Willkommen meine Freunde zu einem weiteren Part Let's Play Pokémon Pyrite Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir die Arena leer gefegt, aber wir haben gesehen, dass der Haufen von Arena-Leiter dort dasteht und da haben wir gesagt, no, no. Nicht bevor wir gelevelt haben und das haben wir natürlich gemacht. Und seht an, ich kann switchen zwischen den Bildschirmen, Mann, bin ich ein Mofo. Monster mit diesem Movepool bzw. mit dem Level 29, fast Level 30, weil ich die Entwicklung verpasst habe. Ich wollte natürlich einen Part entwickeln, von daher habe ich es nicht entwickelt, von daher muss ich noch ein Level warten. Peepuff, gleicher Movepool, Outlamp hat Brick Break aka Durchbruch gelernt und Sarutek hat Revenge gelernt. Eine schöne Attacke, eine schöne Kampfattacke. Gerade für unser ATK hohes Zwartronen ein schöner Move, sag ich mal. Und wir wechseln lieber mal den Bildschirm, damit ihr auch sehen könnt, wie ich hier im Sand rumlaufe in der Sandkiste. Denn wir wollen Monster, bevor wir die Arena betreten, nochmal entwickeln lassen. So sieht's aus, meine Freunde. So sieht's aus. Beziehungsweise ich kann nochmal Trainer machen, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Und ihr habt auch keine Lust und ihr wollt einfach nur den Kampf zwischen mir und den Arena-Leiter sehen. Right? Right, right! Deswegen klatschen wir Monster rein, es wirkt Bedroher und der Sandsturm und das Tuska hat keine Chance. Wir klatschen das Ding natürlich mit Knirscher weg, da Knirscher unsere stärkste Attacke ist mit Stab, 80er Move, hoher Angriff und das ist vernichtend. Boom! Ciao, ciao, Tuska! Wow, das war kein Level Up. Das war einfach nur mies. Ein Maufau war das. Ein Maufau. Ne? Ich brauche ein Pokémon hier. Hallo, ich will ein Level Up machen. Wollen mich verarschen? Geht doch. What the fuck? Kam da überhaupt nichts? Oh, ein... Wie heißt das noch? Verdammt, ich weiß nicht. Von Aerokex die Vorentwicklung auf jeden Fall. Oder ist das ein Aerokex? Ich weiß es gar nicht. Ich hab da gar nicht mehr im Kopf. Wartet, was war? Auf jeden Fall, Bedroher geht erstmal an. Und wir klatschen ein Reality drauf. Heimzahlung! Damn. What the fuck? Swagger. Jack Swagger. Jack Swagger. Unser Angriff geht hoch, aber dafür sind wir verwirrt. Oh, hell no. Oh, doch. Und Reality nochmal. Komm, jetzt triffst du aber. Jawohl. Und das Swaggy. Swaggy! Ist kaputt. Und Monster ist Level 30. Ja, Stats gehen gut hoch. Verteidigung bzw. Angriff und Speed. Und Level 30 heißt für Monster. Und das heißt, Schnie, Schna, Schnappi, 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 Schnapp wird zu einem größeren Krokodil. Einem, was schon fast die Beine abbeißen könnte. Einem, wer schon fast die Köpfe abreißen könnte. Einem der stattlichen Krokodile Neuseelands. What the fuck, was erzähle ich da? Auf jeden Fall ein Krokodil, was gestreift ist. Ein Krokorok. 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 Genau, so heißt das Ding. Ein Krokorok. Und wir gehen dann zur Arena ein, heilen uns vorne auch im Pokécenter auf, damit wir natürlich auch einen, beziehungsweise keine Nachteile haben gegen Arena, Alter. Und in Arena, da habe ich keine Ahnung, welches Level er ist. Bin mal gespannt, die Pokémon in der Arena war Level 26, deswegen schätze ich einfach mal so 28, 30er Bereich, da sind wir mit 29 eigentlich gut dabei, eigentlich meiner Meinung nach. Wir hätten natürlich auch noch höher trainieren können, aber hey. Müssen wir nicht, ehrlich, ne? Und ich bin am überlegen, ob ich vielleicht noch ein Pokémon ins Team klatsche, was als Wall, beziehungsweise als einfacher Tod wirkt, damit ich nochmal eine Round habe. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich das mache. Einfach so ein Pokémon opfern, weil ich weiß nicht, wie schwer der Arena-Leiter wird. Und zur Not haben wir sowas dann dabei. Deswegen muss ich mal gucken, was wir auf der Box haben, damit wir vielleicht sowas haben. Aber wenn wir jetzt noch ein Dingsen hätten, nee, das wäre geil, wenn wir noch ein... Wie heißt das Ding? Noch ein Art Lamp hatten, dieses Karadonis. Das hat nämlich Robustheit, das wäre nämlich mega awesome. Aber so viel Glück haben wir leider nicht. So, wo haben wir sie denn? Das ist die Deathbox. Moment. Bitte, bitte, Sandan oder den. Ist egal, die werden eh sterben, das ist mir egal. Wer die besseren Werte? In dem Fall ist Sandan schlechter. Und da würde ich Sandan opfern wollen. Wir moven uns einfach mal ins Poké-Team. Deswegen soll nur als Opfer dienen, falls wir das brauchen. Beziehungsweise, falls wir das brauchen sollten. Tränke haben wir, glaube ich. Wie viele Tränke haben wir denn? Wo sind Tränke? Da. Ich meine, ich kann immer die switchen, da könnt ihr das auch sehen, wie viele Tränke wir haben. Super Potions. 11 Stück. Sollte das reichen? Ich denke schon.
Sind es ein paar, viele sogar, und wir switchen mal wieder den Bildschirm. Danke. Gerade so aus dem Pokestand raus und wir haben geswitcht. Nice one. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Und jetzt battlen wir den Arenaleiter aber so richtig extrem in einem Rap-Battle. Battle los jetzt, Alter! Okay, komm her und ich mach dich kaputt. So, nochmal, by the way, kleine Info so zwischendurch. Wer es nicht weiß, Windwalker ist angelaufen gestern am Montag um 16.30 Uhr. Kam es auf meinen Kanal. Wer es angucken will, kann es gerne tun. Geht auf meinen Kanal und guckt euch den Part an. Windwalker, sehr geiles Let's Play auf jeden Fall wird das. Ich hoffe. Wow, Mann, what the hell, er schreckt mich dieser Clown hier. Mann, ey, du bist echt lustig, Clown. Clown und lustig. Alles klar, ich setze Peepwurf nach vorne, da es ja wie gesagt eine Käfer-Arena ist. Und wir mit Peepwurf eigentlich... den besten Vorteil hier haben. Haben wir noch irgendwas im Ausrüsten? Vielleicht irgendwelche Items? Ich glaube aber nicht. Bären. Nö. Nur Schlafen und Vergiftung, wenn ich mich nicht irre. Von daher, let's alone to the Arena Battle. Danke nochmal fürs Helfen und let's get straight to it! Bitch! Gegen Bork, der damals auch ein Kerl war, jetzt eine Frau ist mit Rock und Dauerwelle. Wow, it's amazing! Mit einem Scheiße! Und ich sag noch, ne, Peepwurf ist eine geile Wahl, da kommt da sowas raus. Was soll das? Das ist, ihr müsst wissen, das ist die Vorwirkung von Ramoth und es ist ein... Hier nochmal der Movepool. Ein Käfer-Feuer-Pokémon mit zu sehr hohem Spezialangriff. Okay, ich werde erstmal auf die Jam-Taktik, glaube ich, gehen, um zu gucken, was er macht. Weil ich glaube nicht, dass das Ding uns one-hitten könnte. Von daher würden wir Trank ansetzen oder sowas. Wild Charge. Wow. Also falls wir sogar auf Sauerteig gewechselt hätten, wären wir sogar draufgegangen. Fast. Ne, ich greif so an. Ich muss gerade überlegen, ob ich jetzt schon Trank einsetze oder gleich noch. Aber wir sollten eigentlich noch Wild Charge überleben. Eigentlich. Eigentlich, ja. Okay. Gut, Lavesta pennt. Das ist schön. Lavesta, Esther. Und heilen wir Peepwurf mal auf hier. Gut, das ist doch eigentlich gar nicht mal so scheiße. Ich glaube, eine Attacke wird sogar jetzt den Kill bringen. Ich würde aber ganz gerne das ausnutzen, wenn er noch pennt. Vielleicht pennt er ja noch eine Runde, das wäre schön. Schlafen noch eine Runde, Lavesta. Damit haben wir noch eine Runde gut gemacht. Und er fällt ab. Spasti, ey. Du bist ein Spasti in HD. Ein Spasti im HD bleibt ein Spasti in HD. Bam! So, down ist das Ding. Da wir jetzt ein bisschen angeschlagen sind, was mich jetzt ein bisschen abfuckt, würde ich sagen, wir wechseln. Monster wäre doof. Sarotic geht. Outlamp hat eine Resistenz gegen Käferattacken, von daher setze ich mal ihn ein. Nice. Outlamp. Und es kommt eine... Oh, Hypnocross. Käfer-Kampftyp haben wir doppelte Resistenz, also gegen beide Typen meine ich. Aber ich werde... Werde ich Walk-Up machen, oder... Ich meine, der wird jetzt aus 30. Ne, ich mach Counter. Oh, gerade wegen solchen Attacken war es gut, dass ich Counter gemacht hab. Okay, das war's mit Heracross. Geil, so kann man das Problem auch aus der Welt schaffen. Outland Level 30. Nice, so gefällt mir das. Plus 3 Angriff, nice. Schöne Sache. Wie können wir jetzt einwechseln? Jetzt haben wir 2 angeschlagene Pokémon. Ich habe eine Idee. Da ich Sarotic nicht opfern bzw. unnötig in den Kampf schicken will, setzen wir einfach mal den Shadow Cooper ein, den wir gerade auf die Stream genommen haben. Hallo Shadow Cooper. Hallo Sichlor. Oh Gott. Ich habe eine Idee. Sichlor ist Typ Flugkäfer, ne? Wir könnten rein theoretisch dasselbe Spiel machen wie mit Dingsen gerade. Oder haben wir noch einen 30er Trank? Was bringt's? What the fuck? Ich muss doch auf den Emulator klicken. Ich will gucken, was bringt Super Potion. Super Potion macht 50. Fresh Water macht 50. Schade. Egal, setzen wir die Limonade ein. Auf Outlamp und machen dasselbe nochmal. Wie gerade auf dem Heracross. Weil ich glaube sogar. Sichlor hat. Flügelschlag, wenn ich mich nicht recht irre. Und da könnten wir es mit Outlamp so ganz leicht weghauen. Eigentlich.
und sammle Counter wieder, meine Freunde. Wing Attack, yep. Oh, bin ich gut? Ich wusste sowas. Wie gesagt, Robustheit schützt uns eh, das ist egal. Auch wenn es jetzt ein Critical Hit war oder was das auch immer war. Das ist egal. Sichlor ist down. Gut, das Problem haben wir aus der Welt geschafft. Das ist schön. Was kommt jetzt? Auf jeden Fall setzen wir nicht auf Art Lamp, weil ich werde mal... Auf Monster Bomber, genau. Den haben wir noch gar nicht. Monster. Du bist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was sie will. Ein Durant. Oh, das ist jetzt scheiße. Aber wir machen mit Rohr auf jeden Fall erstmal drauf, das ist schön. Oder haben wir irgendwas zum Angreifen? Das Ding ist typ Stahlkäfer. Stahlkäfer. Ne, ich glaube, da wäre Crunch nicht so geeignet. Aber könnte man Drop hervorrufen von da. Ich glaube, erstmal gucken. Beziehungsweise ich werde jetzt erstmal den Pipo feilen, da Pipo, wie gesagt, awesome ist. Pipo ist motherfucking awesome. Ein Big Bite. Ja, Mann! Woohoo! Get daneben! Wie geil ist das denn, bitteschön? Wir können jetzt ein schönes Team erstmal auffallen, das mache ich jetzt auch erstmal. So, Arten erstmal vollhauen. Zack. Ein Big Bite, das ist eine Käferattacke und die ist leider sehr effektiv. Scheiße! Das war heute nicht so geplant. Kann er was gegen Art Lamp machen? Eigentlich nicht, oder? Ich gucke jetzt ein bisschen doof in die Runde, aber trotzdem, ich glaube nicht. Aber ich will trotzdem mal hier refreshen. Damit wir den voll haben. Dann wie gesagt, zur Not ist es immer besser, weil wir kriegen 50 dazu, sind wir voll. Und falls er irgendwas machen würde, können wir abschätzen, was wie viel Schaden er macht. Aeroas. Dein Ernst. Also wir werden gestorben. Wir werden tot. Wir werden tot. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis Aeroas daneben gibt, beziehungsweise bis er was anderes macht. Denn mit Aeroas kann ich schlecht stallen. Doch er stallt mich jetzt mit Aeroas voll. Dammit. Das ist jetzt scheiße. Mach was anderes, komm. Aber nichts anderes. Wie gesagt, wenn er was anderes machen würde, dann würden wir es überleben. Dann würde die Taktik aufgehen. Aber so geht das einfach nicht. So geht das nicht. Er hört nicht auf. Und er macht immer mehr Schaden, sehe ich gerade. Boah, Alter. Verdammt, ey. Ich hätte gleich angreifen müssen mit... Oh, ich hab mir, glaube ich, verbaut. Wie viele Tränke haben wir noch? 4. Der wird nicht aufhören mit Aeroas. Kann ich gar nicht Gift draufnehmen. Einmal will ich es nochmal probieren. Einmal noch, komm. Bitte hör auf. Der macht immer mehr Schaden. Ich weiß nicht, woran das liegt, Leute. Ich setze Sarutik ein. Aeroas, ja. Sehr schön machst du das. Wow, sieht ja gar nichts. Haben wir so eine gute Verteidigung mit Sarutik? So, Artler wieder voll machen. Sofort jetzt, ey. Der muss voll sein. Bugbite. Geh daneben, jawoll! Bitch, please, ey. Danke. So, Outlamp muss voll sein. Outlamp ist voll. Oh, bei Gott. Ich könnte jetzt Sarutik opfern. Und dann ist Sarutik tot. Das ist ja scheiße. Verdammt, ich will's nicht opfern. Sarutik. Ich hab eine Idee. Jetzt setz bitte Käferbiss ein. Oder das ist der ja auch. Und jetzt Counter, bitte.
Ja, Mann! Baby! Oh Gott, was kommt jetzt? Scheiße. Piepuff, das wirst du hoffentlich richten, ey. Ich hoffe es für dich, ey. Scheiße, ey, war das heftig. Das ist das letzte Pokémon von ihm, ne? Warte, nö. Das ist ein mit der stärkste Käfermove, was es gibt. Toxin. Komm schon. Das Ding hat keine Def. Ich weiß das. Das Ding hat keine Def. Das wird ein Two-Hit. Komm schon, das Ding kann eigentlich nichts gegen uns machen. Was ist das? Ja, Mann! Woo! Oh, Baby! Wir haben es geschafft. Piepuff. Art Lamp. Sarutik. Ihr seid die Matchwinner. Boah, scheiße. Yes! Boah, meine Güte, war das geil, der Kampf, ey. Holy fuck. Zwei Pokémon gestorben. Alter, was ich da noch gezaubert habe, ey. Oh, ist das geil, ey. Alter, ey, das war brutal. Müsst ihr wissen, ey, ich hab an Sarutik zu doll gehangen. Ich hätte es nicht töten können. Deswegen habe ich das... Boah, das war Schweineglück, ey. Wenn der Aeroass gemacht hätte, wir hätten so verloren, ey. Wir hätten so verloren, wenn er auf Sarutik Aeroass gemacht hätte, ne? Oh, ist das geil. Sorry, Leute, ich bin gerade hin und weg gerissen von mir selbst, ey. Das war das beste Match, was ich jemals abgeliefert habe. Guckt euch das an. Nee, ich wollte nicht Ende. Ich wollte das hier machen. Sandam ist tot. Monster ist tot. Aber ihr seid nicht umsonst gestorben, meine Freunde. Ihr seid niemals umsonst gestorben. Das war das heftigste Match, was ich jemals gehabt habe in einer Pokémon-Karriere. Der Visukasa klingelt. Yo, was geht? Hey Bell, was geht ab? Yo, ich bin gerade voll auf Adrenalinschub, ey. Wir treffen uns bei der Route, alles klar. Holy hell, Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich glaube, das war wieder so ein... Ja, ich werde schon die Kommentare lesen. Nö, das war viel zu high-ristic. Aber ich muss sagen, Leute, wie ich mit Strategie umgehen kann, ist abnormal geil. Also allein das da gerade mit Outland, dass ich die Robustheit so ausgenutzt habe, dass Outland nicht gewone-hitted werden kann, ist schon ordentlich geil. Klar war auch Glück dabei, dass der Käfer bis zweimal daneben gegangen ist, beziehungsweise glaube einmal. Einmal oder zweimal. Auf jeden Fall einmal auf Sarutik, das war mega Glück. Dann hätten wir den Art nochmal aufheilen können. Und boah, es war einfach so ein geniales Match, ey. Ich kann gar nichts dazu sagen, Leute. Ich muss den Part beenden. Ich wollte eigentlich drei Parts jetzt aufnehmen, aber ich bin gerade so zerfressen von Adrenalin, dass ich jetzt gleich beende erstmal den Part und boah, nee, es geht gar nicht klar. Apropos, ich muss Monsterbomb und Sandern ja ablegen. Verdammt. Das muss ja auch noch passieren. Oh hell yeah. Mann. So, ablegen. Monsterbombe. War kurzer Auftritt leider. Tut mir auch leid. Und Sandern muss auch weg. Aber dafür wird Moon am nächsten Part wieder im Team sein. Seht ihr jetzt zwar nicht auf Box. Ist da aber. Wird zu Paul Emdala, wer auch immer war im Team, ich weiß jetzt nicht deinen Namen, sorry nochmal dafür, dass ich es vergessen habe, aber ich weiß, wer das wollte, ich gucke mal in den Kommentaren nach, benenne dich dann nach Muna und dann sehen wir uns auch wieder. Leute, haut rein und schönen Tag euch noch, euer Zero.